Hallo und willkommen zurück zu einem weiteren Witzchen, einem neuen Videochen oder wie ihr es auch gerne nennen wollt. Ja, heute zocken wir ein bisschen Cold War. Ich hatte das letzte Mal, wo wir Cold War gespielt haben, war eine Story. Und ich spiele nicht einfach nur so Cold War, sondern wir reden über ein paar Sachen. Und ja, aber erstmal in die Runde. Ich glaube, besser, wenn wir in die Runde gehen. Also ihr merkt auch, hier meine Kamera ist schon ein bisschen anders. Aber darum geht's ja jetzt nicht, sondern ich wollte über ja, das neue COD reden und über ja, ein paar Projekte. Ach, apropos, ich spiele übrigens gerade mit Controller, weil ich das üben möchte. Ja, es kommt ja 2024, Oktober 2024 kommt ja Black Ops Cool vor oder so. Die Sache ist jetzt, ich wollte mir eigentlich MW3 holen, das neue MW3, aber ich habe mich umentschieden. Also ich kann mich zwar noch nochmal umentscheiden, aber ich glaube, das mache ich nicht, weil ganz einfach, ich freue mich mehr auf Gulf War als jetzt Dingens MW3 weiter zu spielen, vor allem Multiplayer. Also da spiele ich lieber Warzone weiter. Feindlicher Molotow. Das Ding ist, warum? Erstens, weil die Leaks schon mal Gutes gesagt haben. Natürlich, Leaks sollte man nicht vertrauen. Auf jeden Fall, die Leaks haben gesagt, dass dass der Story-Modus eine Open-World ist, was ich ziemlich geil finde. So, und man wird dann auch in so kleine Levels reingepackt, also man kann wahrscheinlich da rumlaufen wie in Far Cry. Und dann wirst du in irgendein Level rein zu dem jeweiligen Level. Effektiver Schutz. Und dann, ja, geht das los. Und dann wahrscheinlich, wenn du es abgeschlossen hast, ist wieder in der Open World und machst da deine Aktivitäten, was weiß ich. Machst da irgendwelche Patrouillen, Aufträge, was weiß ich. Ich freue mich auf solche Story-Modus, weil ich ein sehr großer Fan von Open World. Wir verlieren C. Ihr seht ja, Far Cry habe ich ja gerne gemacht. Ja, das gibt schon mal sehr viel Versprechen und sehr viel Freude. Ich meine Waffen, Alter, das ist ja schrecklich. Und aber nicht nur die Open World kann sehr gutes Versprechen, sondern wahrscheinlich auch der Multiplayer. Digga, was war das eigentlich schon wieder? So, ach, egal. Auf jeden Fall, der Multiplayer wird sehr viel Gutes versprechen, hoffe ich mal. Natürlich, SBMM wird wieder kommen, obwohl sie, glaube ich, auch gesagt haben, dass sie das ändern werden und irgendwie ASBMM bringen, also Age Skill-Based Matchmaking oder sowas. Sowas in der Art habe ich gehört, also das Alter bestimmt. Und dann wird halt, wenn du 20 bist, bestimmt wie deine Lobbys werden. Wir nehmen Bravo ein. Halt Minute, wir verlieren C. Kriegst du dann andere Lobbys, was weiß ich. Keine Ahnung, wie das dann, sich dann auswirkt, ob das gut ist oder nicht. Ich kann es jetzt noch nicht sagen. Aber das weiß ich gemeint, sondern das Blatt. Es spielt ja im Golfkrieg. Wahrscheinlich kommen dann diese Positionen ein. Neuen Waffen trotzdem rein, weil es ist ja die moderne Welt immer noch. Golf War spielt ja 2000 bis 2014. Wir nehmen Charlie ein. So um den Dreh spielte der Golfkrieg. So war's, glaub ich. Halbzeit. Digga, ich bin so scheiße gerade. Auf jeden Fall verspricht es schon mal sehr vieles mit den Waffen. So, da sind wir wieder in der Runde. Oh, mit der Aug. Mit der Aug will ich mal ausprobieren. Da will ich mal mein Auge darauf halten. Hahaha. Der war witzig. Ja, jetzt will ich einfach gerade ein bisschen. Ja, ein bisschen nochmal eine Runde spielen. Bisschen Kills machen, hoffentlich. Und wieder reingehauen werden, weil SBMM-Lobby. Aber ich hoffe bitte, dass die Lobbys in Gulf War ein bisschen besser werden. Weil das tut weh. Ich habe übrigens noch so eine MW3-Zombie-Folge, aber ich weiß nicht, ob ich die hochladen möchte, weil die könnte ziemlich wacky sein. Mit wacky meine ich, dass sie vielleicht ziemlich langweilig werden würde. Deswegen weiß ich nicht, ob ich sie hochladen möchte.
da könnt ihr ja mal gerne sagen, ob ihr es möchtet. Jawohl, erster Kill mit der Augen. Ziel ausgeschaltet. Oh mein Gott, aber ich freue mich schon auf diesen alten Waffen, die vielleicht dann wiederkommen, weil aus Black Ops so die wieder zu haben. Zum Beispiel jetzt hier die AUG. Das wäre halt mega geil, die wieder zu haben. Ja, würde wahrscheinlich richtig Spaß machen. Oh, geil. Bitte gib mir noch einen. Ach, übrigens, das habe ich noch gar nicht gesagt. Für Warzone. Ja, am Ende des Jahres kommt dann ja Verdansk wieder zurück. Und ich hoffe, dass es nicht wie bei... Nicht wie bei... Junge, das war der dümmste Tod. Nicht wie bei Fortune's Keep ist, dass die Map sich da ziemlich krass verändert, sondern... ja, eigentlich gleich bleibt. Sie sollte sich eigentlich nicht krass ändern. Oh, ein Doppelkill, endlich mal. Hat ja ewig gedauert. Ja, wäre halt ziemlich schön, wenn Verdansk so bleiben würde, wie es sein sollte. Und dann haben wir auch keine Sorgen. So, und dann haben wir wieder eine schöne Map. Ist halt wie bei Fortnite. Da haben wir wieder eine schöne Map, wo wir ein paar Stündchen spielen können. Bis dann wieder, ja, sich irgend so ein Entwicklerstudio denkt, nö, wir ändern die zu einer richtig schlechten. Nein, nein, Mine. Okay, ich dachte schon. Oh. Feind tot. Hier noch einer. Und tot. Und tot. Sorry, da musste ich. Da musste ich lachen gerade. Und tot. Und tot. Ja, nee, nochmal zurück zu Projekten. Ein Projekt, was ich, glaube jetzt in Kürze starten möchte, entweder morgen oder übermorgen, ist ein weiteres Lego-Projekt. Ja, ein neues Lego-Projekt würde ich gerne starten. Und zwar hatten wir letztes Mal Lego Batman 3. Und jetzt würde ich halt gerne mal einen Schwung über die Marvel-Seite gehen. Und zwar Lego Marvel Super Heroes spielen. Ich glaube, da würden sich auch viele freuen, weil viele sind Marvel-Fans. Und da seht ihr mal die ganzen Marvel-Figürchen in Lego-Form. Und auch eine geile Geschichte. Geschichte, wer sagt das so? Eine geile Story vielleicht auch noch. Soll ja, glaube ich, über Galactus spielen. Ja, habe ich auch in meiner Kindheit ein bisschen gespielt. Was heißt bisschen? Ich habe das durchgespielt. Zu 100%. Ja, da wäre ich natürlich immer dabei. Bei Lego Games. Egal welches es wäre. Obwohl das 100% spielen manchmal ein bisschen lässig ist. Doch entweder wenn wir es im Stream machen oder ich werde es in Folgen machen. Doch dann kann es sein, dass es kaum welche sehen und ich habe wirklich keine Lust mehr. Ich konzentriere mich jetzt, okay? Nee. Oh nee, Alter. Oh, Digga, was zum Teufel passiert? Das wollte ich schon immer machen. Und schaffen wir noch irgendwie einen Kill oder so? Nö. Sterben nochmal. Ach, ich liebe es. Gut, Leute, aber dann will ich jetzt hier das Video beenden. Ja, im Hintergrund einfach ein bisschen gespielt, aber war halt auch nicht gut. Nein! Gut, wie gesagt, Pläne gibt es jetzt, werde in 2-3 Tagen mit, wie gesagt, neuen Let's Play starten und werde versuchen, meine Festplatte zu reparieren. Und ja, so sieht es halt aus. Ich hoffe, ihr habt gefallen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.